So, hier geht es um Anpassschaltung und zwar um die erste Art der Anpassschaltung. Es gibt insgesamt zwei. Wir haben folgende Situation vorliegen, dass nämlich eine Quelle mit einer Innenimpedanz ZI vorliegt und eine Lastzeit L daran angeschlossen werden soll. Und die Frage ist eigentlich, was nun, was, wenn ZI ungleich ZL Stern ist, denn Leistungsanpassung liegt ja bekanntlich vor, wenn ZL gleich ZI Stern ist. Nun, wir bauen uns eine Anpassschaltung, die sieht in diesem Fall so aus, dass wir hier eine Blindimpedanz und eine Blindadmittanz einfügen, nämlich JX1 und JB1. So. Und hier ein ZL vorliegen haben. Das ZL würde ich schreiben als die Parallele, in der parallele Form als GL plus JBL. Und das ist natürlich insgesamt gleich 1 durch ZL. So, Blindelemente einbauen ist also eine Lösung hier. Blindelemente einbauen. Und warum Blindelemente? Nun, weil sie keine Leistung verbrauchen. Sie keine Wirkleistung verbrauchen. Würden wir da jetzt irgendetwas Resistives reinbauen, dann wäre da gleich ein Leistungsumsatz drin. Und den wollen wir ja nicht haben. Wir wollen es hier in ZL haben und nicht anders. So, was machen wir nun? Wir schauen jetzt mal aus einer anderen Perspektive in die Schaltung rein und definieren uns hier, wenn wir da reinschauen, mal ein ZL-Strich. So, und zwar ist das hier die Linie an der Stelle. So, und dann können wir natürlich sagen, wenn jetzt ZI gleich ZL-Konjugiert-Komplex ist, dann haben wir Leistungsanpassung, Wirkleistungsanpassung wieder erreicht. Wir würden also aufschreiben, ZL' ist gleich 1 durch YL plus JB1 plus JX1. Da sieht man auch gleich, warum ich hier YL genommen habe. Es ist nämlich etwas einfacher, an diese Parallelschaltung hier dann ran zu multiplizieren und das soll ranzubauen und das soll ZI-Konjugiert-Komplex sein. So, also, wir schreiben es aus, wieder mit ZI gleich RI plus JXI, folgt daraus, dass 1 durch GL plus JB1 plus BL plus JX1 und gleich RI plus JXI sein soll. So, und das Ganze kann man noch hier etwas schöner schreiben, dass wir die beiden Sachen auch identifizieren können. Also GL durch GL Quadrat plus B1 plus BL zum Quadrat plus JX1 plus, und jetzt der ganze Spaß hier an der Stelle noch, halt konjugiert komplex ranmultipliziert, macht ein Minuszeichen, also Minus B1 plus BL durch, jetzt wieder derselbe Nenner, GL Quadrat plus B1 plus BL Quadrat. Gut, wir identifizieren, RI ist gleich GL durch GL Quadrat plus B1 plus BL Quadrat und XI ist gleich, ja, an der Stelle haben wir es nämlich eigentlich nicht richtig gemacht, minus
ist gleich minus x1 plus b1 plus bl durch gl Quadrat plus b1 plus bl Quadrat. Das kam daher. Okay, hieraus können wir erstmal ausrechnen, was denn das im Endeffekt ergibt. Und wir müssen hier ein bisschen umsortieren. Und zwar haben wir hier dann stehen b1 plus bl, na meinetwegen zum Quadrat, ist gleich gl durch ri minus gl Quadrat. Und die Wurzel gezogen ist das also, und noch ein bisschen mehr, b1 minus bl gleich minus bl Wurzel gl durch ri minus gl Quadrat. Wichtig ist hier, dass natürlich gl durch ri größer als gl Quadrat ist. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann wird die Wurzel hier negativ und wir würden hier einen komplexen Wert für den Blindleitwert rausbekommen, was physikalisch keinen Sinn macht. Also kriegen wir hier auch raus, dass schauen wir uns mal 1 durch RI größer als GL sein muss, beziehungsweise RI kleiner als 1 durch GL. Das ist durchaus eine wichtige Randbedingung und schreit danach, dass wir hier nicht jeden Fall wirklich anpassen können. So, und den Rest bekommen wir dann jetzt aus der Bedingung hier, dass wir hier noch umwandeln, nämlich x1 ist gleich minus xi plus b1 plus bl durch gl Quadrat plus b1 plus bl zu Quadrat. Das ist der zweite Teil. Da würde ich jetzt nicht mehr das komplett einsetzen. Der Ausdruck wird dann ein bisschen groß. Wir finden das daraus. Ich schreibe die Nebenbedingung hier nochmal aus. Nebenbedingung. Last muss hoch Omega. Last muss hoch Omega als die Quelle sein. So, wir schauen uns das Ganze noch praktisch an, indem wir nämlich hier so eine Anpassschaltung uns entwickeln. Und zwar machen wir es relativ einfach, indem wir nämlich eine 50 Ohm Quelle haben. Wie groß die Spannung ist, spielt keine Rolle. An die wir eine Last von 75 Ohm anschließen wollen. Das ist rein reell. Wir verteilen hier einfach mal hier eine Spule hin und hier ein C, in der Hoffnung, dass das auch geht, und wollen für F gleich 100 MHz die Geschichte mal ausrechnen. RI also gleich 50 Ohm, XI gleich 0, GL gleich 75 Ohm,
XL gleich 0 und der Rest ist gesucht, beziehungsweise BL gleich 0 und das natürlich hoch minus 1 an der Stelle hier. So, das macht 13,33 Millisiemens. Wir setzen in die Formel ein. Ich hole sie hier nochmal, nämlich genau die hier. BL ist 0, ja, brauchen wir also nur den, das Vorzeichen, die Wurzel auszuwerten. Über das Vorzeichen mache ich mir gleich Gedanken. Also ist das hier 1 durch 50 mal 75 minus 1 durch 75 zum Quadrat mal 1 durch Ohm. So, was muss es sein? Wir haben es hier mit einer Spule zu tun und weil es eine Spule ist, muss hier vorne natürlich ein Minuszeichen stehen. Das macht 9,428 Millisiemens, was uns der Taschenrechner gesagt hat. Und das ist gleich minus 1 durch Omega mal L. Also ist L gleich 1 durch 2 Pi mal 100 Megahertz mal 9,428 Millisiemens. So, den Bruchstrich kann man länger machen. Und das macht 169 Nanohenry. X1 müssen wir jetzt nur noch einsetzen. Das ist gleich B1 durch GL Quadrat plus B1 Quadrat. Warum? Hier die Wurzel, die Formel nochmal. XI ist 0, BL ist 0, können wir also wegmachen. Und dann bleibt hier das B1 durch GL Quadrat plus B1 Quadrat stehen. Und eingesetzt macht das alles hier minus 9,428 Millisiemens durch 1 durch 75 Quadrat plus 9, hier spielt das Minus keine Rolle, 428 Milli zum Quadrat mal Ohm Quadrat, damit jetzt die Einheiten auch stimmen, macht gleich minus 35,36 Ohm und das ist gleich minus 1 durch Omega C. Wiederum hier haben wir es mit dem kapazitiven Element zu tun, sodass wir das also mit dem negativen Vorzeichen schreiben müssen. C ist also gleich 1 durch 2 Pi. Ich löse hier mal auf, ziehe auf die Seite, holen wir mal 100 Megahertz mal 36,36 Ohm macht 45 Picofarad. So, schreiben wir das gerade hin. 169 Nanohenry, 45 Picofarad. So, womit haben wir es zu tun? Damit wir das Ganze auch physikalisch nochmal interpretieren können. Es handelt sich hier um einen Serienresonanzkreis, das mag nicht unbedingt offensichtlich sein, weil wir hier die Last parallel zu einem Element haben, aber wenn man sich nun mal diesen Pfad hier anguckt, diese Masche anguckt, dann haben wir tatsächlich R, C und L und wir nehmen die überhöhte Spannung hier an einem der Elemente, wir haben uns jetzt hier für das L entschieden, an einem dieser Elemente hier ab und lassen sie über dem Lastwiderstand von 75 Ohm abfallen. So, die Spannungsüberhöhung, so ist es nämlich, über einem der Lastelemente, der Quatsch, Blindelemente, wird verwendet, um der hochohmigen, 75 ist größer als 50, Last eine höhere Spannung zur Verfügung zu stellen.
Das nennt sich auch die Resonanztransformation.